Möglich ist ja alles. Hier haben wir auch Ratten. Aber da dürfte auch wer sein, ne? Das weiß ich nicht, ob das Gebiet abgedeckt ist. Ah, warte mal, doch da, klar, hier steht doch ein Rattenfänger. Der fängt auch Ratten. Die werden wahrscheinlich der Plage einfach nicht mehr Herr. Das ist der Punkt. So, wir müssen mal nach hier hinten gucken. Wie sieht es mit Kohle und mit Dings aus? Sandgrube scheint fertig. Okay, dann können wir die wieder voll ranzen. Und neuer Händler ist im Dorf eingetroffen. Ich habe jetzt aber eigentlich, außer, gut, wir könnten ein bisschen Seife, könnten mal reintun. Da machen wir mal vielleicht so 50. Wir haben ein paar Kerzen, da machen wir vielleicht mal so 75. Ich hätte ein bisschen Bier im Angebot, aber ich will das Bier eigentlich auch nicht verkaufen, wenn ich ehrlich bin. Kann ich das wieder auslagern? Ich würde das gerne der Stadt zugutekommen lassen. Das wäre mir irgendwie lieber. Wir hätten 6 Schwerter, die könnten wir ihm andrehen. Das mache ich auch direkt mal. Ah. Okay, ich verstehe den. Altersschwäche. Was fehlt denn? Ein Gießer. Okay, das ist schlecht, wenn da einer fehlt. Wie viele Arbeiter habe ich? 4. Wow, das ist episch. 4 Arbeiter ist richtig gut. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum hier nichts mehr läuft. Weil ich nur noch 4 Arbeiter habe. Und jetzt besonders das Dorf von 53 Plünderern überfallen. Da ist jetzt die Frage, aus welcher Richtung kommen die Knalltüten. So, pass mal auf, Kampfgebiet, da markieren wir mal das. Und für die das Kampfgebiet ist mal hier vorne. Da wird irgendwo in die Richtung wird's wohl losgehen. Also irgendeine der Richtungen wird es schon sein. Und vielleicht müssen wir dann auch mal gucken auf den anderen Seiten. Aber erstmal müssen ja die Jungs jetzt hier raus. Ich weiß jetzt nicht, ob da schon wer stirbt. Ob wir Verluste zu klagen haben. Wie sich das so gestalten wird. Könnten wir vielleicht die Markierung nach hier unten verschieben, damit ihr dahin geht und die Sache unterstützt. Das wäre sehr hervorragend. Ich befürchte halt auch, dass mal vielleicht einer unserer Krieger sterben könnte. Ja, das hat sich gerade angekündigt, wie gesagt. Jetzt müssen wir mal gucken, nicht dass von der anderen Seite, das passiert ja schon mal gerne, da rennen noch welche, da sind welche gestorben. Ich denke, die haben es alle hinter sich. Dann kannst du die alle zurück zur Kaserne beordern. Und den fehlenden, den satteln wir halt auf. So. Dorf wurde geplündert, es ist einer getötet worden und ansonsten ist nichts passiert. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Was ja auch bedeutet, sie müssen nur einen begraben. Den haben sie auch gerade abgeholt. Die anderen sind krank. Da fehlt ein Schwert. Na gut, da habe ich ja Material da. Irgendeiner wird jetzt ein neuer Krieger. Und was macht der? Der macht immer ein 300 pro Jahr. Das ist mehr, als er macht. Obwohl er eine Fischerproduktivität von viel mehr hat. Ich weiß nicht warum, aber das lohnt sich. Was ist eigentlich mit ihm hier? Den verbessern wir jetzt mal. Dann legt er ja auch Fallen aus und so ein Quatsch. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Ansatz, der was taugt. So, der Sand geht schon wieder vorwärts. Kohle sieht auch aus, wird es vorwärts gehen. Ton, weiß ich gar nicht. Da dürften nur 2 drin stecken. Das ist aber auch für den Anfang erstmal okay. Es ist ja so ein Problem, dass einfach auch nicht genug Arbeiter da sind. Ich meine, es sind 6. 5. Keine Ahnung. 4. Okay, es werden halt weniger. Wie ist denn eigentlich so die Geburtenrate und die Stimmung? Alles gut. Man kann sich über nichts so richtig beklagen. Die spirituelle Erfüllung ist halt nicht so klasse. Ja, da kann ich aber nichts für. Ich habe schon spirituell was aufgestellt. Vielleicht nicht unbedingt an dem Punkt, wo ihr es bräuchtet. Aber 9 Menschen möchten eintreten. Naja, lass die mal rein. Ich habe da ja auch nicht immer so eine Wahl. Ne? Man muss ja manchmal auch Dinge machen, die einem nicht ganz so richtig erscheinen. Mir scheinen die übrigens nicht richtig.
weil ich der Befürchtung aufliege, dass wir es nahrungsmitteltechnisch nicht schaffen. Und ich weiß aber auch nicht, ob ich da überreagiere. Das sind Dinge, die kann ich nicht beurteilen. Ich meine, man könnte natürlich auch einfach Nahrung zukaufen. Ich mache eigentlich genug Gewinn. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber guck mal, der hat 15.000 auf Halde. Da könnte man dann halt auch einfach mal Nahrungsmittel kaufen, wenn es wirklich knapp wird. Wie ich allerdings hier die Begeisterung... Oh, der hat 85 Begeisterung. Das ist ja krass. Wie habe ich denn das geschafft? Ich habe null Plan. Dafür haben die hier nicht genug Nahrung. Also das ist auch so eine Krampfattacke. Ah, Zufriedenheit ist schon relativ hoch. Wir bräuchten dann halt nur irgendwann 400. Dann wären wir bei Stufe 4. Gut, ich brauche 150 Eisenbarren, die ich nicht habe. Aber da sind wir auf dem... Ah, ja. Da haben wir 16. Das ist fast ein guter Weg. Aber ich habe ja schon eine zweite Gießerei gebaut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da schlafe. Ich weiß nur gerade nicht, wo sie sich befindet. Ach, da arbeiten auch zu wenig. Das ist vielleicht der Punkt an der Geschichte. Warte, wir machen da mal 6 rein. Raubtier greift an. Ach, das ist Captain Patsy Bear. Gut, dass ich gegen Captain Patsy Bear nicht kämpfen wollen, kann ich verstehen. Das macht jetzt hier der Bogenschütze. Ah, jetzt rennt er aber weg. Das ist nie hilfreich. Naja, was willst du machen? Ein Dorfbewohner ist gestorben, Altersschwäche. Der war Bauer. Dann müssen wir den Bauern nachrüsten. Dein Dorf hat nur wenige Arbeiter. Ja, weiß ich. Hier liegt es auch überall brach gerade, wenn ich da ehrlich sein soll. Es ist irgendwie viel krank, es ist viel voll. Naja, brach liegen ist dann auch ein sehr relativer Begriff bei der Sache. Ich würde gerne ein bisschen mehr Eisen schmelzen, wenn das geht. Tierfette fehlen auch massiv. Wir können also gleich keine Seife mehr herstellen. Das heißt, ich muss mal irgendwann... Was ist denn jetzt? Ah, das ist hier mein Freund. Ja, du hast halt nichts. Was willst du machen? Gebrochener Knochen. Ja, dann müssen wir dich halt zum Heiler bringen. Fällt es halt eine Weile aus. 2 sind krank. Na ja, 3 sehe ich. Wie sieht es denn jetzt hier mit dem Weg aus, den ich hier herangebaut habe? Lauft ihr da lang? Da liegt da überall Holz rum. Passen Sie mal auf. Ich bin dafür, dass wir das verbessern. Hat er jetzt noch gar nicht fertig gebaut? Die fällen da immer noch Bäume, deshalb, das dauert doch alles so ewig. Okay. Dann müssen wir da wohl ein bisschen abwarten. Das finde ich ja ganz schön unromantisch, ne? Wir könnten natürlich dann auch einfach ein paar mehr Felder bauen und Nahrung kaufen. Ich bin ja für Nahrung kaufen eigentlich immer zu haben. Das ist ja wirklich gar kein Problem. Und Holz sammeln sich ja auch gerade, aber Holz habe ich tatsächlich verhältnismäßig wenig. Das muss ich wirklich zugeben. Da läuft es nicht so gut. Das wird als weniger anstatt mehr. Wie sieht's denn hier aus? Was macht denn ihr? Naja, ihr macht ja schon, ne? Allerdings ist in dem... Ja, doch, in dem Einzugsbereich ist auch Zeug, aber das sind halt auch viele Steine. Pass mal auf, wir machen mal auf 5 und alles auf 5. Vielleicht ist dann besser, vielleicht sortiert ihr dann besser, was dann auch so nochmal abgebaut werden muss. Wie sieht's jetzt hier aus? Ist der Weg fertig? Ne, da fehlt noch ein Stück, ne? Da müssen bestimmt Steine weg und das macht keiner. Naja, ich kann's ja jetzt auch gerade nicht ändern, das ist halt wie es ist, ne? Ich kann mir jetzt ja nicht mehr Dorfbewohner aus den Rippen schneiden, als ich gerne hätte. Das Einzige, was ich da machen kann, ist, wird Nahrung verderben. Ich weiß nur nicht, warum. Naja, sind meine Lager voll alle? Nee, also meine... Warte mal, ich habe hier ein Lager, da ist was... Da ist noch Platz, also... Das dürfte gehen. Das mit dem wenig Fett ist halt ein Problem, ne? Und wir haben auch... wenig warme Kleidung. Ein reisender Händler ist eingetroffen. Das ist gut. Da werde ich mal gucken, was ich kaufen kann. Verkaufen möchte ich gerade eigentlich nichts. Kann ich Fett kaufen? Das ist meine Frage. Was hast du billig dabei? Es hat eigentlich billig nichts dabei. Nur Schiss. Ich könnte die 75 Kerzen halt mal an Mann bringen. Das könnten wir mal machen. Und die restliche Seife, die ich verkaufen wollte, könnten wir auch machen. Und ich verkaufe vielleicht auch ein bisschen
Warte mal, ein bisschen was von der Kohle könnten wir auch verkaufen. Das wäre eine gute Sache. Verstehe. Ah, da ist, ach, da unten, da sind auch ganz viele Sachen, die halt einfach gar nichts machen. Kaufen kann ich bei ihr allerdings nichts, weil sie nichts hat, was mich weiterbringt. Das ist natürlich ein bisschen traurig, das muss ich schon zugeben. Wie sieht's denn hier bei euch aus? Was ist denn euer Auftrag? Ihr macht eigentlich nur Stämme. Okay. Aber auch tatsächlich nur in dem Bereich, da machen wir mal nur 10. Ich weiß nicht, vielleicht wird es dann besser, kein Plan. Wie sieht's denn aus mit der Bewegung hier? Ist der Weg jetzt fertig? Nee, da fehlt immer noch was. Ich weiß nur nicht was. Könnten wir das ja mal priorisieren hier? Das wäre ein echter Traum. Ich glaube nämlich, ich kann ziemlich viel Weg verbessern schon. Nur halt das Stück nicht. Und da hinten ist noch gar nichts gebaut. Das ist ja auch toll. Naja. Ich habe halt einfach zu wenig Arbeiter wahrscheinlich. Das sind nur 8. Das wird mit einem Grund sein, warum das so ist. Und dann fehlen ja auch ständig welche. Sind ja alle krank. Ja, was weiß ich. Oh, neuer Händler ist eingetroffen. Vielleicht verkauft der was Gutes. Der würde meine Kohle kaufen. Ja, auch billig nur, ne? Also die machen hier auch gar nichts, ne? Die verkaufen dir nichts, was irgendwie Sinn macht. Die würden... Das ist auch der Falsche. Gut. Der ist Möbel. Der wäre an Bier interessiert. Was verkauft er? Er hat Fisch für einen Schlappentaler. Aber der ist schon geräuchert. Okay. Warte. Kaufen und lagern. Oh ne, lagern solltest du es gar nicht. Scheiße. Lagern war jetzt doof, ne? Lagern war jetzt blöde. Muss ich erst mal gucken, wo lagert denn der jetzt den geräucherten Fisch? Lagert der das jetzt hier? Weil da muss ja transportieren stehen eigentlich. Ich muss das überprüfen. Ich finde es nicht. Ich habe aber Fisch gekauft, ne? Ah ja, doch, hier ist er. Bestätigen. Kannst du jetzt leer machen. Wir könnten... Ich könnte ihm natürlich irgendwas verkaufen, das will ich aber nicht. So, das heißt, im Lager der Stadt sind jetzt 700 frische Fische, geräucherte Fische. Gut. Ich finde persönlich, das ist ein guter Ansatz. So kannst du weitermachen. Ich bräuchte dann als nächstes... Kohle ist wirklich wenig, ne? Obwohl ich 2 Kohlebergwerke habe. Das ist krass. Das wenig ist jetzt relativ, aber es wird nicht mehr. Sagen wir mal so. Wie sieht es denn hier aus mit dem Abbau von Bäumen und allem, was da so zugehört? Können wir da ein bisschen was in die Wege leiten? Meine Holzvorräte gehen erschreckend zur Neige. Das finde ich ein bisschen nicht so toll. Wie sieht es hier aus? Ah, jetzt können wir auch das Stück Weg verbessern. Das ist auch hervorragend. Wie sieht es hier hinten aus? Haben sie das Dickstück jetzt auch gebaut? Nee. Da fehlt es auch noch an allen Ecken und Kanten irgendwie. Keine Ahnung. Was hier bei dem Weg der Fehler ist. Irgendwo wird er sein. Ich weiß ihn vielleicht nur einfach nicht. Ah, die hacken da noch irgendwas. Ich weiß nicht, was die da hacken, aber da ist doch alles weg, oder nicht? Ein neuer Händler ist eingetroffen. Das ist hervorragend. Der würde ein bisschen was... Sand 200, Junge, willst du mich verarschen? Wie sieht's denn aus? Was verkaufst denn du? Mehl? Er hat billig Weizen dabei, aber Weizen habe ich ja selber billig. Ich könnte Mehl bei dem kaufen. Ah, will ich jetzt Mehl? Jetzt mal ernsthaft. Könnte ich Brot machen? Das wäre natürlich schon eine tolle Sache, ne? Kaufen und transportieren. So. Den habe ich jetzt reich gemacht. Als nächstes machen wir dann Ressource. Wir suchen mal die Bäckerei. Wir könnten nochmal irgendwann einen Buchbinder bauen. Brauer, Gießer, wo ist denn der Bäcker? Meine. Ist der Kerze, Weber, Töpf? Ich finde ihn nicht. Vielleicht
Vielleicht ist es aber Nahrungsproduktion. Das könnte natürlich hinten raus Sinn machen. Wir hätten was mit Käse. Ah, da ist der Bäcker. Ich habe den Bäcker gefunden. Kann ich den Bäcker irgendwo parken? Was ist denn mit der Attraktivität, wenn der Bäcker da steht? Ich habe keine Ahnung. Wie ist denn hier? Passt der hier hin? Irgendwo. Warte mal, hier könnte er hinpassen, wobei ich nicht verstehe, warum. Er könnte aber auch einfach hier hingestellt werden. Moment, ich redet mal und stell den Bäcker einfach dahin. So, da müssen wir 50 Bretter rantragen und 25 Holz und dann haben wir einen Bäcker. Dorfbewohner ist tot, Altersschwäche. Junge, ihr werdet als Jünger. Das ist ein kleines bisschen traurig. Oh, der Fischer stirbt auch einer anscheinend. Können wir alle schließen. Alles zumachen. Wir könnten hier unten noch einen Jäger hinstellen. Der könnte dafür sorgen, dass er Wildschweine jagt. Wobei ich nicht genau weiß, ob er das automatisch macht oder ob er dafür Unterstützung braucht. Wie sieht es bei meinem Bäcker aus? Ist da schon was hintransportiert worden? Oh. Ja, nix. Gut, wir verbessern weiter Wege. Wir können ja auch mal hier hinten die Wege dann in Angriff nehmen. Das wird der Fischer sein. Vermutlich. Ja, das ist korrekt. Dann geht das jetzt weiter. Wie ist mit Ton? Ton, Leben, wie auch immer, wird noch abgebaut. Wie ist denn jetzt hier mit dem Weg? Wie ist denn da der Stand? Schlecht. Okay. Der ist tatsächlich eher schlecht, der Stand beim Weg. Naja, ich habe alle Möglichkeiten angezapft. Das ist der Händler, den ich reich gemacht habe, ne? Den könnte ich natürlich jetzt mit Sand auch wieder ein bisschen... Oh, wow, 200, das war ganz schön viel. Und dann... Ah ne, der kauft keinen Arm. Okay, dann... Ich habe dem seinen Weizen, ne? Da habe ich immer noch 1000. Ich habe kein Fett. Fett würde ich gerne einkaufen. Die geräucherten Fische scheinen schon alle gefressen zu haben. Das ist auch Wahnsinn. Wenn man mal bedenkt, dass ich die gerade erst gekauft habe. Der Arbeitsbereich wird für den Jäger gelten. Das ist korrekt. Jetzt brauchen wir noch 25 Steine und dann wird was gebacken. Ist allerdings auch die Frage, was wird dann gebacken? Wie viel ist 1000 Mehl? Wir haben übrigens gleich Bevölkerungsprobleme. Ich bin auch ganz ehrlich, als nächstes verschwindet das hier, weil da ist vielleicht die Attraktivität noch mit am besten in dem Bereich hier. Da wird auf jeden Fall... Können wir denn jetzt mal den... Danke, da hat zumindest mal schon mal wieder 3 Steine hingetragen. Das ist ja schon mal ein echter Anfang. Wir können das hier nochmal verbessern. Das Lager. Das kostet mich zwar auch Gold, aber... Das läuft ja eigentlich. Neun Steine. Aha. Wie viele Arbeiter habe ich? 10. Wie viel müsste ich haben, damit das hier adäquat läuft? 35. Krass. Das ist krass. 35 Arbeiter. Wir sind noch ein Haus davon entfernt, dass es richtig im Bach runtergeht. Pass mal auf. Ich würde mal sagen,